Hey Leute, hier ist Lego Lukas und jetzt mal wieder mit einem Video nach sehr, sehr langer Zeit. Ich habe euch ein kleines Unboxing mitgebracht, nämlich von meiner Camobricks Order. Camobricks ist ja der Lego Online Store vom guten Lego Frog und er hat gerade einen kleinen Weihnachtssale und da habe ich mir ein paar Sachen bestellt. Machen wir das Paket natürlich erstmal richtig auf. Natürlich macht man solche Pakete mit WK2 Artikel natürlich nur mit einem deutschem Seitengewehr auf. Gucken wir, dass wir natürlich jetzt hier nichts beschädigen mit dem Gerät. So, das dürfte doch gut sein. Machen wir das Ganze mal auf. Was haben wir? Erstmal natürlich eine Rechnung. Und, oh, ja, Freebies und die gute Bestellung. Also, das Freebie erstmal. Da natürlich jetzt bald Erkältungszeit ist, bis jetzt gerade. Mich hat es letzte Woche auch schon erwischt. Haben wir erstmal hier. Ja. Nice. Wird sie da erstmal einverleibt. Und hier nochmal die ganz normale Rechnung, wie gesagt. Ja, war halt eine kleine Bestellung. Nur auch nochmal hier einen netten Gruß. Genau. Und was habe ich denn bestellt? Ich habe mir drei Figuren und etwas Zubehör bestellt. Jo, fangen wir erstmal an. Ich habe mir erstmal hier so einen Reißarbeitsdienst-Buddy mit Lex geholt. Auch sehr, sehr nice. Mit dem schönen Koppelschloss hier. Den Orden kann ich gar nicht identifizieren, muss ich mir mal später genau angucken. Und hier auch schön auf Dark Tan gedruckt. Hier der, ja, Schnitt einer, was ist es das? Vorgänger von der M40, irgendwie M33, auf jeden Fall eine der früheren Blusentypen, noch mit Taschenpatten, auch sehr, sehr schön. Dann habe ich mir noch einen Fallschirmjäger fürs, ja, für den Tropenraum geholt. Der hier ist jetzt eher für Italien nutzbar, 43, 44, weil er ja schon die FG42 Taschen, das FG42 ja glaube ich erst bei der Befreiung von Mussolini benutzt wurde. Ja, hat hinten auch noch zwei Feldflaschen. Zwei Kokosnüsse drauf und hier dann den Luftwaffen Y-Riemen. Ja, sehr, sehr schön. Auch noch hier die blaue Hose unter dem ja, Camo-Schmock. Genau. Und dann hier noch einen russischen Schützen mit Telogreika, also mit der russischen Winterjacke. Hat hier noch ein, ja, ich weiß nicht, ob es gerade ein russisches Messer ist oder halt einfach ein erbeutetes Seitengewehr vom 98er. Hat hier dann noch eine Granate. Ja, sehr, sehr nett. Dann habe ich mir noch eines von diesen Printed Boxen hier geholt. Das ist jetzt fürs 50 Cal, also fürs Kleber 50er. Die sind, glaube ich, jetzt nicht von ihm, sondern vom anderen Hersteller, aber auch sehr, sehr nett. Kann man sich irgendwo auf dem Schirm draufpacken. Dann habe ich mir noch diesen Muddy Fallschirmjägerhelm geholt. Eigentlich ganz nett aus. Und dann auch diese Lego Cappy hier für den RRD Typen. Genau. Starten wir den erstmal aus. Genau. Er kann jetzt gehen und eine Reisautobahn bauen. Sehr nice. Dann der Russe. Geben wir ihm mal die PPS 41 mit Stangenmagazin in die Hand. Ja, sieht nett aus. Sehr nett aus. Und dann zu guter Letzt den Falli. Da habe ich leider keinen OM FG42. Ja, ich finde, das sind schöne Figuren. Vor allem, es sind so Figuren, die man halt nicht überall bekommt. Gerade diesen Truppenfallschirmjäger und den RRD-Soldaten, beziehungsweise halt den RRD-Angehörigen. Ja. Die sind halt echt schön für meine Armee, vor allem mal was anderes. Die Qualität der Figuren ist auch echt gut. Natürlich, wenn man jetzt irgendwie die mit Team C vergleicht, natürlich Team C und der Brickmania haben immer noch eine etwas bessere Qualität, würde ich mal sagen, beziehungsweise eine etwas andere Qualität. Aber diese Qualität muss ich halt echt hinter nichts verstecken. Echt sehr schön sauberer Print. Genau. Wenn euch diese Figuren auch interessieren, checkt den ersten Link in der Videobeschreibung aus. Das ist nämlich die Seite von Camobricks. Dort ist immer noch Sale, also wenn ihr noch was für Weihnachten braucht oder euer Weihnachtsgeld ausgeben wollt, checkt die Seite aus, lasst
euer Geld, da kauft was Schönes. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns im nächsten Update-Video. Bis dann. Ciao.